Geschlecht komisch ist zusammengebrochen und in der Nacht ist er verstorben. Wahrscheinlich war es eine Lungenembolie. Und das mit 41 Jahren hinterlässt eine Familie mit 6 Kindern. Der Vorteil an der ganzen Sache ist der, ich weiß, wo dieser Bruder jetzt ist. Sie können jetzt zu Recht sagen, der Körper wird wahrscheinlich in einem Leichenschauhaus sein. Das ist auch so. Da liegt er ganz normal, wie wir alle da drin liegen werden. Aber Gott hat, als er diese Welt geschaffen hat, den Menschen seinem Odem in die Nase eingeblasen. Und wissen Sie, wie dieser Odem heißt? Das ist die Seele. Und alle, die sich hier rumlaufen, der eine fröhlich, der eine weniger fröhlich, sie haben alles eins gemeinsam. Sie haben eine lebendige Seele. Da kann man sich über amüsieren, aber in der Bibel steht, dass Gott zu den reichen Jünglingen sagt, du sollst jetzt dein Haus bestellen. Und glauben Sie mir, der Tod, der kennt kein Alter, der kennt keine Grenzen, der kann schneller da sein, als uns das lieb ist. Und dann stellt sich die Frage, und diese Frage hat mein Glaubensbruder immer wieder gestellt, wo werden Sie, wo wird Ihre Seele die Ewigkeit verbringen? Haben Sie sich diese Frage schon mal gestellt? Und wenn Sie jetzt die Frage so beantworten und sagen, ich glaube, dass nach dem Tod alles aus ist, das ist die größte Lüge und die schlimmste Lüge, die der Teufel auf dem Zettel hat, wenn er Ihnen einreden will, dass nach dem Tod alles aus ist. Ich sage Ihnen heute hier in Köln, nach dem Tod, da geht es erstmal richtig los. Dann beginnt nämlich die Ewigkeit und die Bibel spricht in Matthäus 7 Folgendes. Es gibt zwei Wege. Der eine Weg, das ist der schmale Weg. Jetzt die Frage, wer wandelt auf diesen schmalen Weg? Auf den schmalen Weg, da wandeln alle die, die Christus persönlich als ihren Herrn angenommen haben und ihre Schuld und Sünde unter sein Kreuz abgelegt haben. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wie lautet der zweite Weg? Der zweite Weg ist der, da sind alle die Leute drauf, die Jesus überhaupt nicht kennen, keine persönliche Beziehung zu ihm haben, vielleicht noch Ostern und Weihnachten feiern. Sie können auch sagen, die haben alle Sakramente bis jetzt lieb und brav eingenommen, ich bin getauft. Der Pfarrer hat mir versprochen, dass ich christlich beerdigt werde. Vielleicht wurden sie auch christlich getraut. Aber wissen Sie was, das spielt bei Gott alles keine Rolle. Und wenn der Pastor ihn versprochen hat, ich werde dich christlich beerdigen, das hat mit der Frage, die ich ihm gestellt habe, wo werden Sie die Ewigkeit verbringen, gar nichts zu tun. Sie können hier oben auf dieser Erde eine christliche Beerdigung gehabt haben. Und trotzdem, so nachdem der Sarg unten ist und Ihre Seele wird dann trotzdem, trotz christlicher Beerdigung, in der Verdammnis sein. Hundertprozentig. Das hilft überhaupt nicht weiter. Und die Frage noch einmal. Die Bibel sagt, wo sind jetzt die drauf, auf welchen Weg, die nicht auf den schmalen Weg sind. Und dann sagt die Bibel, das sind alle die, die auf dem breiten Weg sind. Und ich möchte Ihnen in Jesu Namen sagen, die meisten hier, die hier in Köln sind, die Jesus nicht kennen, die sind auf diesem breiten Weg. Und die Bibel sagt auch, wo dieser endet. Wir haben jetzt so eine wunderschöne Urlaubszeit. Viele von uns fahren in Urlaub und jeder von uns hat wahrscheinlich so ein TomTom-Navigationsgerät. Und in Ihrem TomTom-Navigationsgerät, in Ihrem Lebensnavigationsgerät ist folgende Programmierung bis jetzt ohne Jesus drin. Verdammnis, Hölle, Udo Lindenberg hat einmal gesagt, immer lustig und vergnügt, bis der Pünktchen im Sarge liegt. Das ist Ihre Programmierung. Und das Ziel ist auch schon einprogrammiert, ganz klar. Das Ziel ist einprogrammiert und das heißt Hölle, Verdammnis. Da können Sie jetzt noch drüber lachen und sagen, dass im Leben nicht. Wenn einer das schriftlich haben will, ich schreibe Ihnen das gerne schriftlich auf. Ihre Programmierung ohne Jesus heißt, breiter Weg, Verdammnis, Hölle, ewig verloren sein. Das kann sich aber ändern, wenn Sie heute feststellen und sagen, ich möchte gerne eine andere Programmierung drin haben. Das können Sie mit dem Herrn Jesus Christus sehr gut besprechen. Diese Programmierung, die gibt es auch. Die wird dann der Herr Jesus Christus mit Ihnen gemeinsam eingeben. Und diese Programmierung heißt schmaler Lebensweg, durch wahre Reue und Buße gewirkt, durch Christus durch die enge Pforte gegangen, Nachfolge Christi und Ewigkeit im Paradies. Wissen Sie, mein Freund, mein Bruder, der David, der ist da jetzt. Der schaut Jesus direkt an, in sein Angesicht. Und dann, wenn Sie jetzt sagen, es ist aber langweilig, nur mit so einer Seele da im Himmel zu sein. Die Bibel sagt, dass die, die mit Christus wiedergeboren sind, die bekehrt sind, die sich von Christus haben suchen und finden lassen, die werden einen neuen Leib kriegen.
kriegen, den gleichen Leib, Auferstehungsleib, den Christus auch hatte. Wissen Sie, und die, die in der Verdammnis sind, die kriegen diesen Leib auch. Das ist nicht Hölle, da ist nicht Party angesagt, ein bisschen Technofete und dann ein bisschen Party machen. Die kriegen diesen Leib auch und sie werden ewig gequält werden. Und wissen Sie, was das Allerschlimmste ist? Der Teufel wird ihnen sagen, warum, du hast das doch am 18.07. gehört in Köln. Du hast doch gewusst, dass du eine Bekehrung brauchst. Ist doch nichts Neues. Aber du wolltest nicht. Und wissen Sie, wie wir jetzt sind in dieser Corona-Krisenzeit, das ist nichts Neues, das hatten wir alle schon mal. Vor vielen, vielen tausend Jahren, da hat Noah mal den Auftrag bekommen, die Arche zu bauen. Und da hat Noah den Menschen gepredigt, ihr müsst Buße tun, es wird mal bald hier heftig regnen. Da haben die gesagt, alles klar Noah, guck dich mal um. Sonnenschein, trocken, Fete, Hochzeit, alles. Ist tutti. Und jetzt kommst du mit deiner Buße, mit deiner Flut an. Und der Jesus Christus verspricht, genau am Ende der Zeit wird es genau so sein. Und wenn jetzt einer sagt, das stimmt doch gar nicht. In Amerika, da sterben die Menschen wie die Fliegen. In Brasilien gibt es Tausende von Toten. Und was machten sie in Mallorca? Saufen, fressen, huren, dass die Winde wackeln. Ist das nicht wie zu Noahs Zeiten? Genauso. Was interessiert uns Corona? Immer noch ein rein Kopf im Nacken, lass knacken. Genauso sieht's aus. Aber wissen Sie was? Diese Fete hat dann mal ein Ende. Das wird mal vorbei sein. Und mein Glaubensbruder, der jetzt in der Ewigkeit ist, der Montag so plötzlich verstorben ist, der hat eine letzte Predigt gehalten, die hieß mit der Überschrift: Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und wissen Sie, Jesus wird wiederkommen, wo die ganze Welt ihn nicht auf dem Plan hat, ganz unverhofft. Und wenn Sie dann nicht im Klaren mit diesem Sohn Gottes sind, dann ist es so spät, da gibt es keine Gnade. Glauben Sie nicht den Blödsinn, man könnte sich noch nach dem Tod bekehren, da bekehrt sich keiner mehr. Da steht es fest, entweder stehen Sie mit Ihrem Namen persönlich im Buch des Lebens drin und Jesus kennt Sie persönlich, oder der wird zu Ihnen sagen, ich habe dich noch nie gekannt, wer bist du? Und wenn er zu Ihnen sagt, ich habe dich noch nie gekannt, dann ist das Urteil gesprochen, dann gibt es da kein Entrinnen mehr. Sie brauchen heute, heute ist der Tag der Ewigkeit, ich will Ihnen keine Angst einjagen, aber am Montag ist mir das nochmal bewusst geworden. Wer gibt Ihnen schriftlich, wenn Sie heute Abend nach Hause kommen, sich ins Bett legen, dass Sie morgen früh wach werden? Möchte das einer sagen, ich weiß das hundertprozentig, Arno, morgen bin ich wach. Der kann gerne die Hand heben. Wer das meint, ich weiß das hundertprozentig, morgen werde ich wach werden. Was machen wir denn, wenn Sie morgen früh nicht wach werden? Da stellt sich ja die Frage, wo werden Sie dann Ihre Augen aufmachen, nicht? Das ist mal eine interessante Frage. Und ich sage Ihnen, wenn Sie sich heute nicht bekehren, wenn Sie heute nicht zu Jesus kommen, wissen Sie, wo Sie dann die Augen aufmachen? In der Hölle. Ganz klar, ganz eindeutig, den Knackern vertun. Und wenn Sie heute zu Christus kommen und in Ihrem Lebensnavigationsgerät diese Umprogrammierung machen und heute Abend sich ins Bett legen und dann wach werden, nicht mehr auf dieser Erde, dann werden Sie Jesus sehen. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie genauso Jesus sehen, wie David jetzt, der jetzt in der Ewigkeit ist, Jesus sieht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.